Wir schauen in Richtung Israel, wir schauen in Richtung Gazastreifen. 360 Quadratkilometer ist der ja nur groß. Die Augen der Welt aber sind in diesen Tagen auf diesen Flecken Erde gerichtet. Denn von hier kamen die Terroristen, die am Samstag ein Blutbad in Israel anrichteten. Und hier setzt Israel nun sein Verteidigungsrecht durch. Und wir hören im Hintergrund auch wieder Schüsse und Einschläge, denn die israelischen Luftangriffe und der Beschuss gehen weiter. Es waren in den vergangenen Stunden insgesamt 750 israelische Angriffe auf den Gazastreifen. Das hat die Armee soeben bestätigt. Aber Tatjana, das eigentliche Thema ist ja heute, dass die israelische Armee die Menschen aufgefordert hat, im Norden des Gazastreifens sich in Sicherheit zu bringen. Konkret hat man von Seiten des israelischen Militärs gesagt, die Menschen mögen sich südlich des Wadi Gaza hin begeben, sich in Sicherheit bringen, sich entfernen von Hamas-Terroristen, weil die Aktionen des israelischen Militärs in Gaza-Nord und Gaza-Stadt noch einmal zunehmen würden. Hier der aktuelle Überblick. Immer wieder Explosionen in Gaza. 750 Ziele soll die israelische Luftwaffe in der Nacht angegriffen haben. Israel hat die Vereinten Nationen nun angewiesen, den nördlichen Teil des Gazastreifens, eine Region mit mehr als 1 Million Einwohner, binnen 24 Stunden zu räumen. Alle Zivilisten sollen das Gebiet verlassen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass eine Bodenoffensive kurz bevorsteht. Die Terrororganisation Hamas führt einen Krieg gegen den Staat Israel und Gaza-Stadt ist ein Gebiet, wo militärische Operationen stattfinden. Diese Evakuierung ist für ihre eigene Sicherheit. Zivilisten aus dem nördlichen Teil sollen sich südlich vom Fluss Gaza in Sicherheit bringen. Bei einer Bodenoffensive in Gaza sind die israelischen Soldaten mit etlichen Herausforderungen konfrontiert. Die Schwierigkeit der Lage ist, dass der Gazastreifen eigentlich zwei Gazastreifen hat. Einmal ein oberirdisches und das andere ist ein unterirdisches. Und dieses Unterirdische ist ein Riesennetz an Tunneln unter Moscheen und unter Kindergärten, UN-Gebäuden und Krankenhäusern, wo natürlich diese tausende Tunnel von rechts nach links und oben und unten Schlupfwege geben, dort nicht nur Kommandozentralen einzurichten und Waffen zu bunkern, sondern auch die Geiseln gefangen zu halten. 360.000 Reservisten hat Israel mobilisiert. Ministerpräsident Netanyahu beim Truppenbesuch. Das Volk Israels steht hinter euch, vertraut euch und gemeinsam werden wir siegen. Israel hat erstmals seit Beginn des Krieges auch Luftangriffe auf zwei Flughäfen in Syrien geflogen. Hintergrund sollen Waffenlieferungen aus dem Iran sein. Und damit schauen wir zu unserem Kriegsreporter Paul Ronsheimer. Er ist in Ashdod, das ist ganz nah an der Grenze zum Gazastreifen. Guten Morgen, Paul. Ja, jetzt gibt es dieses Ultimatum der israelischen Armee. Der Norden des Gazastreifens muss innerhalb von 24 Stunden geräumt werden. 1,1 Millionen Palästinenser sind betroffen. Aber kannst du erklären, wie das funktionieren soll? Sie sollen sich in den Süden aufmachen, aber Ägypten hat die Grenze ja weiterhin geschlossen. Also wie prekär ist die Situation? Die Situation ist natürlich prekär. Die Israelis argumentieren, dass es dort auch landwirtschaftliche Regionen gibt, dass Flüchtlinge in diese Richtung könnten. Und natürlich ist die Hoffnung, dass Ägypten am Ende Flüchtlinge aufnimmt. Aber bislang sperrt sich die Regierung. Bislang gibt es da nur wenige, die rüberkommen. Und es sieht momentan noch nicht danach aus, als würde Ägypten die Grenzen für alle aufmachen. Paul, du bist ja jetzt seit Tagen für uns direkt auch an der Grenze zum Gazastreifen, kriegst die Kriegshandlungen unmittelbar mit. Wie würdest du zum einen dieses Ultimatum sehen, aber auch die 750 Angriffe der vergangenen Stunden der israelischen Armee? Ist das tatsächlich die Vorhut nun für die erwartete Bodenoffensive? Absolut. Das haben die Israelis auch genauso angekündigt. Also es wird versucht, dort Stellungen, es wird versucht, auch Häuser zum Beispiel von Ministern oder hohen Hamas-Funktionären anzugreifen. Das sagt die israelische Armee. Und diese 24 Stunden, die dort genannt werden, das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass die Bodenoffensive kurz bevorsteht. Das ist etwas, was
in den vergangenen Tagen teilweise schon erwartet wurde. Es gab hier Spekulationen schon vor zwei Tagen, dass es in der Nacht losgehen könnte. Aber jetzt scheint es tatsächlich kurz bevorzustehen. Was ist der Hintergrund, warum man nicht sofort losgeschlagen hat? Natürlich müssen die Reservisten, die eingezogen wurden, teilweise aus anderen Ländern eingeflogen wurden, trainiert werden. Sie müssen darauf vorbereitet werden, denn wir dürfen ja nicht vergessen, Israel hat Hunderttausende mobilisiert, die jetzt hier in die Armee mit eingegliedert werden. Paul, du hast ja in den vergangenen Stunden auch immer wieder mit Generälen und Ex-Generälen gesprochen über die aktuelle Kriegsstrategie. Was hast du für einen Eindruck? Steht Israel tatsächlich hinter seinem Militär oder wird das Vorgehen auch in irgendeiner Weise in Frage gestellt? Es gibt keine laute Kritik bislang am militärischen Vorgehen, anders als an der Frage, was hier am vergangenen Samstag passiert ist, nämlich der Frage, wie es sein konnte, dass überhaupt die Hamas-Terroristen nach Israel reinkommen konnten, dass sie so viele Menschen massakriert haben, ohne dass es zumindest am Anfang eine Gegenwehr gab. Aber was das militärische Vorgehen angeht, also dass eine Bodenoffensive unabwendbar scheint, so wie Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident, sagt, dort jeden Hamas-Töter zu kämpfen. Da gibt es keinen Widerstand in der Bevölkerung, zumindest keinen wahrnehmbaren. Alle diejenigen, mit denen ich spreche, sagen, dass das alternativlos ist und dass diese Bodenoffensive notwendig sei. Das ist das, was ich hier höre. Gleichzeitig wird natürlich darüber diskutiert, was die richtige Militärstrategie ist. Ich habe gestern mit Michael Oren, das ist ein ehemaliger israelischer Botschafter in den USA, gesprochen, ebenfalls Berater von Netanyahu. Und er sagte zu mir, dass in Wahrheit die größte Gefahr im Libanon lauert, also bei der Hisbollah, weil er sagt, dass die Raketen, also das Waffenarsenal, was dort ist, sehr viel gefährlicher ist noch als das, was von Hamas kommt. Und er sagt, man müsse sich darauf vorbereiten und er sagt, eigentlich müsste Israels Armee zunächst sich Hisbollah widmen sozusagen, aber das scheint natürlich aufgrund der Tatsache, dass im Gazastreifen in Gaza 150 israelische Geiseln sind und Netanyahu bereits angekündigt hat, dass man in die Richtung geht, nicht passieren. Paul, danke für diese aktuellen Informationen nach Ashdod. Du und dein Kameramann, bitte passt weiter gut auf euch auf. Ihr seid unmittelbar an der Front. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.